Hallo Leute, willkommen zu einem weiteren Pokémon-Kampf. Dieses Mal gegen Lori mit einem Team, das einerseits ein bisschen beängstigend ist und andererseits dann auch wieder nicht so sehr. Aber was ich damit meine, sehen wir jetzt. Viel Spaß! Pokémon-Trainer Lori fordert dich heraus. Okay, lass uns kämpfen! Ich starte mit meinem guten, lieben und tollen Aquana. Und sie startet mit... Was ist das? Ein Shiny Altaria. Wunderschönes Pokémon. Wirklich wunderschön. Allerdings hat es ein Problem. Ja, es greift mein Aquana an. Aber es hat ein Problem. Und zwar ist es die Vierfachschwäche gegen Eisattacken. Und wer mein Aquana kennt, der weiß... Aquana beherrscht eine Eisattacke. Und die ist nicht zu unterschätzen. Der Eisstrahl. Und wir werden es gleich sehen. Ja, Altaria hat keine Chance. Tschüss, Altaria. So, noch ein bisschen Heilung durch Überreste. Immer gut, immer gut, immer gut. Und als nächstes haben wir ein T-Rex. Was ist das denn? Ah, ein Monagoras in Shiny. So in Blau sieht es echt toll aus, muss ich sagen. Oder Donnerzahn. Geht zum Glück daneben und Aquana kann erneut zum Eisstrahl greifen. Und auch der wird guten Schaden machen, aber es reicht leider nicht ganz aus. Aber der Schaden war sensationell. Okay, was nun? Nochmal der Donnerzahn, der nochmal daneben geht. Okay, Lori, da war das Pech so ein bisschen auf deiner Seite, ne? Und mit dem Surfer klärt Aquana auch dieses Aufeinandertreffen, ja. Okay, als nächstes Deoxys. Auch in Shiny und zwar in der Initiativform. Okay, alles klar. Auch ein Pokémon, das nicht zu unterschätzen ist und... Oh mein Gott, das beherrscht den Energieball. Das ist gar nicht mal so gut, wenn ich das so anmerken darf. Aber ja, Aquana hat den Spukball drauf. Hier Ballattacke gegen Ballattacke. Und ich denke, Aquana macht... Ja, macht mehr Damage. Und außerdem wird die Spezialverteidigung von Deoxys noch gesenkt. Zudem heilt sich Aquana jede Runde ein kleines bisschen hoch. Somit denke ich mal, wenn jetzt kein Volltreffer kommt, wird Aquana auch diesen Kampf für sich entscheiden. Was ich ziemlich cool finden würde. Das war's für Deoxys. Fantastisch. Und wieder ein kleines bisschen Heilung. Und dann sehen wir Pokémon Nummer 4 von Lori. Das da sein wird ein... Was ist das? Ein, wow, ein Shiny Medeiras. Wie nennt sie es? Hakamo-O. Wow, der Fokusstoß geht zum Glück daneben. Und Aquana kann nochmal mit dem Eisstrahl angreifen und Medeiras erledigen, ja. Ja, Lori hatte ein bisschen Pech. Das war, glaube ich, schon die dritte Attacke, die fehlschlug. Aber warum Medeiras? Ich weiß es nicht. Ich glaube auch nicht, dass es mit einem Evoliten gespielt wurde. Ist auch egal, als nächstes haben wir ein Rayquaza. Nicht in Shiny, nein. Ein sehr starkes Pokémon. Aber auch es hat ein Problem. Beziehungsweise zwei Probleme. Das erste Problem ist, ja, es kriegt Aquana nicht down. Und zweitens, die Vierfach-Eisschwäche macht es anfällig auf den Eisstrahl und es ist besiegt. Fantastisch, Aquana hat gerade einen Lauf. Nun haben wir nur noch ein gegnerisches Pokémon. Und das wird sein ein... Wir sehen es gleich. Ein Lucario. Ja, hatten wir ja schon lange nicht mehr, ne? In Shiny. Aber gut, ja. Aquana, du hast fantastisch gekämpft. Du darfst jetzt Pause machen. Zum Glück hatte ich meinen Lucario-Killer Sengo dabei. Dachte ich mir zu Beginn. Aha. Ich dachte mir, hey, cool, ich habe hier meinen Sengo und da ist ein Lucario, ne? Das wird eine kurze Sache, aber seht selbst. Bisher läuft alles gut. Sengo ist vergiftet und wird ziemlich stark werden. Das Problem war jetzt aber, Lucario war schneller als mein Sengo. Greift mit Aurasphäre an und one-hitted mein Sengo. What the fuck? Ein Lucario besiegt mein Sengo, das durfte nicht sein. Naja, was sollte ich machen? Bisaflor sollte es richten. Natürlich nicht nur Bisaflor, sondern dessen Mega-Entwicklung Mega Bisaflor. Yeah, ich denke, es ist bereit.
Allerdings, ja, Giftattacken haben natürlich keine Wirkung. Aber wie gesagt, Flo hat ja nicht nur Giftattacken, sondern auch noch den Gigasauger drauf. Der Schaden ist jetzt zwar nicht so wirklich spektakulär, aber ich glaube auch nicht, dass Lucario irgendetwas gegen Mega Pizza Flo ausrichten kann. Nee, im Moment kommt immer nur der Drachenpuls. Und der Schaden ist überschaubar. Das war sogar ein Crit, ich meine, hallo. Und erneut den Gigasauger. Und die Hälfte von Lucarios KP sind weg. Ich würde sagen, es hat nicht wirklich viele Chancen auf den Sieg. Das hat scheinbar auch Lori eingesehen und deswegen hat sie den Kampf aufgegeben. Ja, Lori, das waren zwei legendäre Pokémon. Das waren ungefähr fünf Shiny Pokémon. Ich hoffe, du weißt, was ich davon halte. Auf jeden Fall Medeiras. Wenn das entwickelt gewesen wäre, hätte das Ganze vielleicht anders ausgehen können, aber so, ne. Aber trotzdem würde ich sagen, vielen, vielen Dank für diesen Kampf und euch Leute, vielen, vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss!